for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ich glaube, ich habe euch den schon öfters mal gezeigt. Ich glaube, zuletzt in der Beleuchtungsfolge. Aber ich finde den einfach so wunderschön. Deswegen zeige ich den gern und oft. Ein albino-grüner Leguan, ne? Iguana rhinolophus. Das Ganze als amelanistisch, sprich albino umgangssprachlich. Also mir gefallen die abartig, ne? Das Gelb und dann das Weiß hier oben. Wunderschönes Tier. Grüne Leguane wären natürlich riesengroß, mit Schwanz 1,50 Meter circa oder vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Also von dem her als Terrarientier nicht für jede kleine Zwei-Zimmer-Wohnung geeignet. Aber wer den Platz dafür hat, wunderschöne Tiere. Und wie gesagt, ich als alter Albino-Fan fahre natürlich völlig auf solche Albino-Leguane ab und deswegen für euch heute als Intro-Tierchen. Das Thema heute sind die Bartagamen, speziell die Pogona viticeps, ne, das sind die am häufigsten in der Terraristik gehaltenen Bartagamen, die wissenschaftlich Pogona viticeps, auf Deutsch sagt man eigentlich nur Bartagame dazu, beziehungsweise genau genommen die Inland-Bartagame oder die streifenköpfige Bartagame heißt sie wissenschaftlich, glaube ich, ganz genau. Die wollen wir heute behandeln. Das sind von allen Echsen der Terraristik, glaube ich, die, wo am meisten gehalten werden, vielleicht mit den Leopardgeckos noch zusammen. Und deswegen wert wieder unser Thema zu sein. Wie gerade schon gesagt, sind die Viticeps, das Thema, spielen die größte Rolle in der Terraristik. Man kriegt auch die ab und zu die Zwergbartagame, Pogona Henry Lawsoni, und die kleine Bartagame, sagt man glaube ich auf Deutsch dazu, das ist Pogona Minor. Also diese drei Arten, Viticeps, Henry Lawsoni und Minor, das sind die, wo in der Terraristik überhaupt eine Rolle spielen. Es gibt noch andere Pogona-Arten, Micelli, Barbata. Barbata ist wahrscheinlich, oder es kann sein, dass diese Viticeps, die wir in der Terraristik haben, dass die vielleicht sogar ein wenig eine Mischung sind zwischen Viticeps und Barbatus. Ich könnte mir vorstellen, vor Jahrzehnten, wo die importiert wurden, dass die miteinander vermischt wurden. Sie sind optisch relativ ähnlich. Aber so reinrassige Barbatus gibt es meines Wissens in der Terraristik keine mehr. Eben die Micelli gibt es auch so gut wie keine. Dann gibt es noch Minima oder Pogona Minima Minimus. Und was gibt es noch? Micelli, Annularbor gibt es noch zum Beispiel. Aber das sind Arten, die meines Wissens nicht oder von niemand reinrassig in der Terraristik gezüchtet werden. Oder vielleicht gibt es ein paar ganz wenige Züchter. Also wenn ihr einer davon seid, dürft ihr euch gern melden, dass ihr welche habt. Aber ich habe schon seit Jahrzehnten keine mehr gesehen oder nichts mehr davon gehört. Ich glaube, die sind aus der internationalen Terraristik verschwunden. Ganz einfach, weil Australien hat ja ein absolutes Ausfuhrverbot. Deswegen kommen von dort keine Tiere und vielleicht wurden die noch gar nie in größeren Mengen exportiert, sodass wir in der Terraristik leider keinen Zuchtbestand von diesen Tieren haben. Der Flo fragt gerade hier, wieso denn die streifenköpfige Bartagame heißt, die hat ja gar keine Streifen auf dem Kopf. Das Tier, das ich hier die ganze Zeit präsentiert habe, ist eine Farbvariante, eine sogenannte Zero. Ne? Die Zeros sind mehr oder weniger fast weiß, ne? Oder so ein beiges, elfenbeinfarbenes Weiß. Hier das Dunkle, das ist noch, oder das ist Haut, ne? Das geht mit der Häutung noch weg. Also das ist so die typische Färbung von der. Wie gesagt, nennt sich Zero, das ist so ein bisschen die neueste Farbmutation von den Bartagamen, gibt es jetzt aber auch mittlerweile schon 4-5 Jahre mindestens. Und deswegen, die ist völlig einfarbig, da sieht man die Streifen auf dem Kopf nicht. War vielleicht als Intro-Tierchen etwas oder als Einstiegstierchen ein wenig untypisch, aber ich zeige euch natürlich noch mehr andere Farben und dann sehen wir auch die Streifen auf dem Kopf.
Kommen wir zur Herkunft von den Tieren. Ich hatte es vorher schon angesprochen, natürlich Australien und das ganze Inland. Also die Pogona viticeps sind mehr auf der östlichen Seite des australischen Kontinents beheimatet, haben da ein relativ großes Verbreitungsgebiet, also nicht ganz bis an die Küsten, sondern deswegen auch der Ausdruck Inlandbadagame, haben da ein recht, wie gesagt, großes Verbreitungsgebiet, lieben die heiße, trockene Steppe, ne? Also die mögen es wirklich bullig warm, bullig heiß, 40, 50 Grad unter der Sonne. Kalte Stelle, oder wenn die Leute jetzt fragen, na, wie warm im Terrarium, ich sage immer, also unter der Sonne, wie gesagt, 40, 50. Und die kühlste Stelle im Terrarium vielleicht so knappe 30 Grad. Ne? Also im Prinzip, man misst eigentlich eher die kühlste Stelle im Terrarium, wenn die so 29, 30 hat und unter der Lampe deutlich mehr, dann habt ihr, zumindest was die Wärme betrifft, das richtige Terrarienklima. Von der Größe, ich habe euch hier mal ein ganz altes Männchen gebracht, habe den gerade mal nachgemessen. Der hat gute 20 cm Kopfrumpflänge, ne? so 21, 22 cm. Das ist ein ausgewachsenes Männchen. Weibchen bleiben vielleicht ein kleines Stückchen kleiner. Es gibt auch Tiere, die noch ein kleines Stückchen größer werden. Früher hat man mal von German Giants gesprochen, ne? Da war international auf der Welt, also so, ist jetzt auch schon 20 Jahre her, da waren die German Giant Badagamen ganz beliebt, weil die so besonders groß werden würden mit vielleicht nochmal fast 5 cm mehr Körperlänge, also dann Gesamtlänge so über 50 cm. Weiß gar nicht, ob das einfach so ein Werbegag war mit den German Giants oder gab es da eine Linie aus Deutschland, die besonders groß war, kann ich nicht genau sagen. Die Kopfrumpflänge ist wichtig wegen den Haltungsrichtlinien. Also in Deutschland vorgeschrieben 5x 4x3 Kopfrumpflänge. Also wenn wir hier ein Tier haben mit gut 20 cm, 5x 20 cm wären 1 Meter, 4 wären 1,20 Meter, also Grundfläche vom Terrarium Meter mal 1,20 Meter, beziehungsweise die meisten Terrarien sind ja eher wegen so rechteckig, das heißt, ich würde sagen, so 1,50 Meter mal 60 als Minimum oder 1,50 Meter mal 80 ist eine tolle Terrariengröße für die Badagamen, dann könnt ihr die Tiere gut und artgerecht darin halten. Nochmal kurz zu diesem Tier. Euch ist vermutlich aufgefallen, dass der fast die ganze Zeit die Augen zu hat. Wie gesagt, das ist ein recht altes Tier, haben wir von privat bekommen. Der kriegt gerade wegen so sein Gnadenbrot bei uns. Einerseits ist er fit und gesund eigentlich, gut genährt, aber andererseits liegt er den ganzen Tag da und schläft. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das auf sein fortgeschrittenes Alter zurückzuführen ist. Mir selber ist nicht irgendwie eine Krankheit oder irgendwas bekannt, wieso der, also der hat keine entzündeten Augen, aber ab und zu macht er sie manchmal, macht er sie auch ein bisschen auf. Ich weiß nicht, können wir dem vielleicht gerade einen Blick entlocken. Vorführeffekt geht natürlich jetzt nicht. Also wenn er die Augen offen hat, sind die ganz normal. Vielleicht weiß jemand von euch was darüber, also möchte ich die Gelegenheit nutzen, das Schwarmwissen hier auszuprobieren. Was kann denn der Hintergrund sein, dass der die Augen die ganze Zeit zu hat, ohne dass an den Augen selber irgendwas erkennbar ist, Entzündung oder dergleichen. Vielleicht wisst ihr was, meldet euch gerne bei uns oder postet es hier unten drunter. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Kommen wir zur Haltung von den Badagamen. Wir haben jetzt mal so ein 1,20 Meter Set aufgebaut. Also wie vorher erwähnt, 1,20 Meter reicht für die großen Badagamen nicht. Für die Zwergbadagamen, Henry Lawsoni, Minor, da ist es okay. Aber für die großen ist es zu klein. Ist dann für die Jungtieraufzucht ist es eigentlich gut oder ideal. Aber spätestens so nach gut einem Jahr würde ich mal wachstumsmäßig Pi mal Daumen schätzen, müsst ihr die dann umsetzen in Nummer größer. Aber einfach hier zum Zeigen, wir tun das so als Set anbieten. Das sind so die Sachen, wo ich denke, die wichtig sind. Das Allerwichtigste ist die Beleuchtung. Ihr könnt entweder so Mischlichtlampen nehmen,
haben wir ja den Lampenvergleich mal gemacht. Mischlicht ist in Ordnung. Die beste Beleuchtung aktuell für Terrarientiere bzw. für sonnenliebende Terrarientiere sind diese HID-Lampen oder HQI-Lampen. Braucht man ein Vorschaltgerät dazu, ist deutlich teurer, ne, wie diese einfachere Lösung, aber ist definitiv die bessere Lösung. Bei dem 1,20 Meter Terrarium würde ich sagen, so ja, 160, 150, 160 Watt wäre die richtige Lösung. Kann man zur Not mit einer Lampe arbeiten, dass man die so ein wenig schräg reinscheinen lässt, ne, den Reflektor vielleicht ein wenig so schräg drauf, dass die so reinscheint. Oder aber sogar mit zwei kleineren Lampen arbeiten, also zweimal 70 bis 100 Watt, je nachdem, eine rechts, eine links, dann habt ihr das ganz perfekt ausgeleuchtet. Also die, wie gesagt, die Beleuchtung ist das A und O. Ich habe vorher schon die Temperatur angesprochen. Wenn ihr dann messen tut, hier am Rand zum Beispiel, da sollte eben so Zonen sein mit runde 30 Grad oder knappe 30 Grad und direkt unter der Lampe 40, 45 Grad, ne? Dann habt ihr wirklich ein perfektes Temperaturgefälle. Ihr wisst vielleicht, eigentlich hasse ich das Wort Temperaturgefälle, zumindest was Schlangen betrifft. Für solche sonnenliebenden Echsen wie Bardagamen ist ganz wichtig, ne? Da müsst ihr Zonen machen zwischen Sonne und Schatten sozusagen, ne? In der Sonne, wie gesagt, über 40 Grad, im Schatten so runde 30 Grad. Dann gibt es diverse Dekomaterialien, Wasserschale, Futterschale. Ganz wichtig die Mineralien, dass er die mit anbietet. Da kommen wir nachher bei der Fütterung dazu. Bisschen Grünzeug kann man reinmachen, sieht einfach schöner aus. Ihr braucht ein Thermometer auf jeden Fall oder auch Thermohygrometer. Hygrometer ist vielleicht zweitrangig, die Luftfeuchtigkeit, die ist automatisch relativ niedrig. Aber die Temperatur müsst ihr natürlich messen können. Als Bodensubstrat auch ganz umstrittenes Thema. Wir verwenden seit vielen Jahren Holzeinstreu als Bodensubstrat. Also viele Jahre ist harmlos ausgedrückt, schon fast seit fast 30 Jahren verwenden wir Holz. Sand ist sicherlich auch ein sehr gutes Bodensubstrat. Da könnt ihr euch selber entscheiden, beziehungsweise dürft gerne jetzt unten wieder diskutieren, Holz oder Sand. Meiner Meinung nach beides in Ordnung. Aber ich kann auch, oder Sand ist definitiv auch nicht falsch. Ja, so sieht ein Bardagamen-Terrarium aus. Da fühlen die sich wohl und da werdet ihr Spaß an diesen Tieren haben und die werden toll wachsen und gedeihen da drin. Was auch eine super Alternative ist zu der Terrarienhaltung, ist die Freilandhaltung. Geht natürlich bei uns nur im Sommer. Aber wenn ihr im Sommer euren Tieren was draußen anbieten könnt, mit direktem Sonnenlicht, gibt nichts Besseres. Ne? Also wir haben ja im Jahr auch, naja, mal geschätzt 6, 8 Wochen im Jahr, vielleicht sind es sogar 10 Wochen, wo wir wirklich schönes Wetter haben. Da könnt ihr die Tiere rausmachen, müsst natürlich auch denen Licht und Schatten anbieten, ne? Nicht, dass die nur in der prallen Sonne stehen und da überhitzen. Also denkt auch an die Schattenplätze. Aber Freilandhaltung ist was absolut Perfektes für Bardagamen. Was ich vorher auch noch nicht erwähnt habe, die Beleuchtung, also die Tiere wollen es am Tag sehr heiß, nachts wollen sie kühl, eine kühle Nacht, also man macht nachts alles aus, lässt das Ganze auf Zimmertemperatur runtergehen, das kann sogar kühle Zimmertemperatur sein, eben das ist so wüstenmäßig, ne? Das weiß man, in Wüste, Steppe geht die Temperatur stark runter nachts, also macht nachts alles aus, dann ist das perfekt. Wenn wir es gerade schon von der kühlen Temperatur haben, die Bardagamen überwintern, ne, also aus dem Verbreitungsgebiet, wo die herkommen, machen die eine Winterruhe. Das heißt, ich würde euch empfehlen, die Winterruhe nicht irgendwie die Tiere rausnehmen aus dem Terrarium und irgendwie bei 10, 12 Grad im Keller zu machen. Das ist eigentlich fast zu kalt. Die letzten Jahre hat es sich echt gut bewährt. Man lässt die Tiere im Terrarium, man hat sie in einem
einigermaßen kühlen Wohnraum stehen. Natürlich nicht im Terrarienzimmer, wo es 25 oder 30 Grad hat, sondern ein kühler Wohnraum, der am Tag vielleicht gute 20 Grad hat, nachts runtergeht vielleicht bis auf 15 Grad oder noch klein wenig kühler. Dann könnt ihr die Tiere einfach im Terrarium überwintern lassen, so 6, 8, 10 Wochen Winterruhe machen. Stellt einfach nur eine Wasserschüssel rein. Im Winter wird nicht gefüttert, gar nichts, einfach nur eine Wasserschüssel. Und wichtig natürlich, dass die Tiere gesund sind vor der Winterruhe, dass sie keine Parasiten haben. Macht eine Parasitenuntersuchung vielleicht vorweg. Und dann ist wirklich für die Bardagamen wichtig, wie gesagt, so rund 2 Monate Winterruhe zu machen. Und im Frühjahr werden die wieder fit, dann geht's los, dann geht die Paarungszeit los. Die brauchen einfach diesen Rhythmus. Kommen wir zur Fütterung von Bardagamen. Müssen wir ein wenig unterscheiden, Jungtier und Adulte. Die Jungtiere, sowieso, wenn sie noch ganz klein sind, füttert man jeden Tag oder fast jeden Tag, also auf jeden Fall 5, 6 Tage die Woche. Wenn er wollt, macht er einen Fastentag, aber 5, 6 Tage die Woche gibt man Insekten. Umso größer sie werden, umso mehr reduziert man das carnivore Futter. Auf bei adulten Tieren oder wenn er wie dieser alte Mann, den ich euch, und dieser ältere Herr, den ich euch vorher gezeigt habe, der kriegt vielleicht noch 2-mal die Woche irgendwelche Insekten. Wir bieten jeden Tag Grünzeug an, ja, das machen wir wirklich 7 Tage die Woche, legen wir Grünzeug rein, dass die das immer zur Verfügung haben. Ich habe jetzt hier symbolisch Salat hingelegt. Jetzt im Frühjahr, Sommer hat man natürlich wieder Löwenzahn draußen oder Spitzwegerich oder Gänseblümle zum Beispiel. Also da hat man die Möglichkeit, auch viel mehr Kräuter zu füttern, ist sicher viel besser wie irgendein Salat. Im Winter muss man leider wegen auf Salat zurückgreifen oder Opuntien ist eine Möglichkeit im Winter, eine geriebene Opuntien reinlegen, ist natürlich auch ganz gut. Also jeden Tag Grünzeug und die Woche Jungtiere 5 bis 6 Tage, adulte Tiere bis zurück auf 2 Tage. Irgendwelche Insekten, ne? Ich habe jetzt hier Heimchen, Heuschrecken, Schaben, gebt bitte alles, was Beine hat, ne? Also wenig so Würmer füttern, Zophobas, Mehlwürmer sind einfach sehr fett, haben viel Phosphorgehalt oder schlechtes Phosphor-Calcium-Verhältnis, deswegen wenig Würmer füttern, viel Sachen, die hüpfen, springen, rennen, Schaben zum Beispiel auch ganz tolles Futter. Gibt also Pogona Pellets, kann man probieren, ersetzt dann die Insekten. Wenn die Tiere rangehen, ist das natürlich wirklich toll und praktisch, weil dann kann man die Insekten gleich ein wenig zurückfahren. Manche gehen ganz gut ran, manche gehen gar nicht ran. Am Anfang kann man es wegen mit dem Salat mischen, dass es mitfressen. Also wenn es funktioniert, ist toll. Ganz wichtiger Punkt sind die Mineralien. Ihr müsst das Futter bestäuben mit einem Mineralpräparat. Hier zum Beispiel das Herpetal Complete in Verbindung mit Sepiaschalen oder Nekton MSA, Nekton Rep plus Calcium. Damit jeden Tag die Futterinsekten einstäuben. Ne? Also alles, was ihr verfüttert, damit einstäuben. Auch der Salat gleich ein bisschen, immer so eine Prise an Mineralien drüber, ist ganz wichtig, weil sonst die Tiere rachitisch werden. Wenn er das so macht, habt ihr sie perfekt ernährt. Bardagamen lassen sich super züchten, sind deswegen wahrscheinlich auch so beliebte Terrarientiere. Farben gibt es mittlerweile auch, ja, nicht wie Sand am Meer, aber jede Menge. Der klare Trend der letzten 20, 30 Jahre ist rot, ne? Umso röter, umso toller. Ganz am Anfang hatte ich euch dieses Zero gezeigt, genau, hatte ich ja erklärt, dieses Weiße. Aber ich glaube, dass nach wie vor das Rote, das nennt sich dann Blood oder Sandfire oder Red oder Super Red oder gibt es verschiedene Ausdrücke, so eine einheitliche, weiß nicht, so eine einheitliche Namensgebung gibt es bei den roten Farben, glaube ich, gar nicht. Da hat jeder wegen seinen eigenen Ausdruck dafür. Aber Rot ist absolut beliebt. In dem Fall habe ich jetzt Translucent Red. Ne? Translucent ist auch so eine Farbvariante, rezessiv. Man erkennt es immer ganz gut am Bauch. Die haben dann diesen
bläulichen, durchsichtigen Bauch. Wenn die translucent sind, dann kommen die Farben natürlich noch besser zur Geltung, weil sie nicht von irgendwelchen anderen Farbpigmenten überlagert werden. Ja. Das nur nebenbei, also auch bei den Badergarmen sind die Farben mächtig angesagt. Gibt Leute, die haben da viel Spaß damit, andere sagen, nee, die Wildfarbe ist super hübsch, die gefallen mir, ist auf jeden Fall auch gut. Was das in Anführungsstrich ein bisschen Problem bei den Badergarmen ist, meistens kriegt man Jungtiere, die sind noch kleiner wie der. Also das ist jetzt ein Tier, das ist so 4 Monate alt. Meistens kriegt man Jungtiere, die sind dann mit Schwanz so 13, 14 Zentimeter lang, also mit Schwanz wohlgemerkt. Und da kann man leider noch nichts von den Geschlechtern erkennen. Dann haben viele Anfänger das Problem, was mache ich, hole ich mir nur eine. Meistens in einem großen Terrarium ein bisschen schade, wenn nur eine drin ist, hole ich mir 2, 3. Irgendwann stellt sich heraus, dass ich 2 Männchen habe, kann ich nicht miteinander halten. Ne? Also bei Badergarmen ist so, ich kann immer nur ein Männchen halten, ein zweites, also noch ein Weibchen dazu oder ein zweites Weibchen dazu, ne? Also so eine kleine Gruppe, 1 Mann, 2 Weibchen oder 1 Mann, 3 Weibchen ist in Ordnung. Oder ich kann Tiere einzeln halten, vor allem Männchen. Also in der Natur werden die Männchen Einzelgänger sein. Ist definitiv auch okay. Wie gesagt, könnte alles machen. Bloß keine 2 Männchen miteinander. Eben bei Jungtieren schwer zu erkennen. Ab dieser Größe kann man es erkennen. Man schaut an der Schwanzwurzel, schaut man nach den Hemipenistaschen. Ne? Badergarmen haben wie so ziemlich alle Echsen 2 Penisse. Die verlaufen Kloake aufwärts, also Schwanz, oder nee, Kloake Schwanz abwärts. Ne? Also hier vor meinem Fingernagel ist die Kloake und die Penisse liegen dann rechts und links hier. Da haben wir auch Folgen drüber, Geschlechtsbestimmung bei Reptilien. Da könnt ihr es euch nochmal genau anschauen. Um das zu sehen, also ich kann jetzt nicht hingehen und das Tier so von unten angucken und sehe das hier eindeutig, die 2 Penistaschen, das funktioniert nicht. Man muss wirklich, also um es mal vorzumachen, ich muss so von hinten drauf schauen, ne, so diesen schrägen Winkel muss ich haben, dann sehe ich diese 2 Wölbungen an der Schwanzwurzel, wenn ich ganz genau gucke. Da gehört eine gewisse Übung dazu, also wenn ihr so ein Jungtier habt, vielen von euch wird es wahrscheinlich nicht gelingen. Die werden sagen, nee, ich sehe nichts. Manche biegen auch den Schwanz zu weit hoch, dann sieht man es auch nicht, weil dann zu viel Spannung drauf ist. Also das ist ein bisschen diffizil. Ja, das ist wegen so die Problematik in der Jungtieraufzucht. Müsst ihr euch entscheiden, was wollt ihr machen? Holt ihr euch 3, 4 Tiere, zieht die zusammen auf. Irgendwann, wenn man die Geschlechter feststellen kann, werdet ihr merken, okay, ich habe einen Mann zu viel vielleicht oder so, müsst ihr den wieder hergeben. Aber ich glaube, eine andere Lösung gibt es fast nicht. Oder ihr holt euch halt schon größere Tiere, sind dann im Preis deutlich teurer, wenn man die Geschlechter bestimmen kann, beziehungsweise vor allem die Weibchen sind deutlich teurer. Ne? Jeder will 2, 3 Weibchen, ein Mann. Deswegen ist die Nachfrage nach den Weibchen viel größer und deswegen ist der Preis für die Weibchen dann auch deutlich höher. Wie immer zum Schluss der Verweis auf gute Literatur. Gibt einige Badergarmenbücher, weil sie so beliebte Terrarientiere sind, gibt es auch viele Bücher darüber. Die Bücher sind gut, ich kann sie euch durchweg empfehlen. Ich fordere euch auch auf, wenn ihr das Thema oder das Hobby Terraristik betreiben wollt, dann holt euch Bücher, lest was drüber. Ich kann hier viel erzählen in 20, 25 Minuten, aber nicht alles, was in einem Buch steht. Also schaut da mal rein und ja, bleibt mir treu, checkt die Badergarmen. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt. Ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.